Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Market Update von IG. Infolge der überraschend schrumpfenden Wirtschaft in Japan ging der deutsche Leitindex zu Beginn der heutigen Handelssitzung zuerst in Deckung. Zeitweise rutschte der DAX unter die Marke bei 9.200 Zählern. Doch die Anleger hierzulande haben den Schreck vom Vormittag gut verdaut. Im weiteren Verlauf gelang sogar die Rückkehr in die Gewinnzone. Die heutigen Konjunkturdaten hatten indes wenig Einfluss auf das Kursgeschehen. Die Stimmung in der Industrie des US-Bundesstaates New York verbesserte sich zuletzt, allerdings nicht so stark wie allgemein erwartet. Die US-Industrieproduktion traf mit einem Plus von 0,2% exakt die Marktprognosen. Dagegen lag die Kapazitätsauslastung in den Vereinigten Staaten mit 78,9% leicht unter den Schätzungen. Die derzeitige Situation auf dem Frankfurter Börsenparkett ist weder Fisch noch Fleisch. Auf der einen Seite hoffen die Marktteilnehmer auf eine weitere Lockerung der europäischen Geldpolitik. Auf der anderen Seite herrscht die Angst über einen neuerlichen Ausbruch der Gewalt in der Ostukraine. Der DAX notiert aktuell mit 9.235 Punkten leicht im Minus. Im Gleichklang marschieren Euro-US-Dollar und der Goldpreis ebenfalls gen Süden. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.